Gundi, lebt dein Bagger? Der Mensch ist ein Klumpen Fleisch, ein Konglomerat chemischer Verbindungen. Zum Funktionieren wird er gebracht durch ein Befehlssystem, durch Informationen, ein Programm. Fällt das aus, übernimmt die Chemie die Regierung und der Klumpen verwest. So ist das mit dem Bagger auch. Steht er rum, verrottet er. Der Führerstand ist sein Kopf und wenn ich einsteige, bin ich sein Gehirn für 8 Stunden am Tag. Wenn wir uns wieder trennen, haben wir miteinander was erlebt, gut zusammen funktioniert oder uns gegenseitig wehgetan. Es entwickelte sich Zuneigung, Gleichgültigkeit oder auch Hass. Ich trage diese Gefühle mit mir rum und verhalte mich danach. Ich freue mich, wenn ich ihn sehe oder ich gähne oder ich kriege Angst. Und auch der Bagger, da kannst du ruhig lachen, muss irgendwo im Maschinenraum eine Stelle haben, wo er solche Sachen speichert, seine Seele. Und er entwickelt ein eigenes Verhalten, das ihn von anderen Geräten total unterscheidet. Und je älter er wird, desto unverkennbarer und individueller wird er auch und hat mehr zu erzählen, wie alte Bäume und alte Menschen sowieso. Als der Tagebau Spreetal auslief, haben wir die Bagger hochgefahren auf den Schrottplatz. Und eines dieser uralten Schiffe, mein 293er, der sonst alle 500 Meter eine Fahrwerksstörung hatte, der ist die schiefe Ebene hochgefahren wie eine Eins. Wie ein erschöpftes Pferd, das den Stall wittert und sich nochmal zusammenreißt. Der Bagger war müde. Er wollte nach Hause. Ich weiß, der Gundermann spinnt. Das ist richtig. Die Leute, die sagen, ich sei ein Spinner, die haben recht. Thank you.